So. Mein Resin ist wirklich fast voll. Es ist die Stadt direkt mit einem Boss, den ich hier erledige. Ja! Also. Was gibt's zu sagen? Ich habe keine Ahnung, eigentlich nichts. Ja, also. Heute, 28.09. Das heißt, Genshin wird heute 3 Tage alt. 3 Jahre alt. Nevermind, was für. Es gibt nichts zu sagen, es gibt doch was zu sagen, aber ja. Bei Events, ich weiß gar nicht mal, was gibt's für Events. Ich habe es irgendwie vorhin nicht gesehen. Wie es scheint. Rain outlines your face. Schade. Egal, dann mache ich das. Ja. Direkt reinstarten mit Resin, das fast voll geworden ist. Sehr schön, jetzt habe ich nichts gewastet. Instant Dreier Drop, das ist schön. Ich glaube, gestern waren die Drops nicht so gut. Ja. Also Genshin ist heute 3 Jahre alt geworden, das heißt. Holy sh. What the f. The hell, bro. Okay, Ayakas Geburtstag. Scheinbar ist Ayaka wirklich dein Liebling, weil Ayaka am gleichen Tag sogar Geburtstag hat wie Genshin Impact selbst. Aber ja, gut, macht Sinn, weil auch der allererste Charakter, der jemals designt wurde von Genshin Impact. Also, das Event mache ich gleich. Das ist wegen Geburtstag. Die machen ja an 4 Tagen, innerhalb von 4 Tagen verteilt, werden sie dann 1600 Prime Gems ausgeben. Das hat mir Frau Spolini gegeben. Hier habe ich. Das ist ein Web-Event, das ich gemacht habe. Das ist ein Login-Event. Ist auch noch ein Login-Event. Und das hier ist Streamer-Event. 1100 Primus, sehr schön. Nehme ich natürlich sehr gerne mit. Ja. Und jetzt ist das hier. Click to take part in the event. Das ist auch ein Web-Event. Ich glaube, ich kann das direkt machen. Genau, also ich starte das hier. Open Memories. Ich finde es immer noch schade, dass der Browser irgendwie keine Musik ablaufen lassen kann. Vielleicht liegt es daran, dass es ein Opera-Browser ist. Ich habe keine Ahnung, aber ist eigentlich auch egal am Ende. Ich starte halt erstmal mit dem einen Ding dort. Okay. Traveler Jeskaran likes Kamisato Ayaka as much as you do. Was? Hey, who the fuck is this? Warum wird mir das gesagt? Egal. Kamisato Ayaka Level 81 von Chip 10, Total Talents Level 30 most used in Domains. Wirklich? Ich habe Ayaka am meisten in Domains genutzt. Wobei kann sein, weil ich habe ja häufig, wie du mal Friendship Teams benutzt, dennoch denke ich, dachte ich eigentlich nicht, dass Ayaka Top 1 ist, sondern ich dachte eher sowas wie Huta oder Hinchu, weil ich doch häufig benutzt habe. Aber okay. Ich habe keine Ahnung, wozu das ist. Hä? Warte, was mache ich jetzt gerade? Up to now you have been traveling across Teyvat with a total of 49 companions, 16 of them 5 stars and 33 of them 4 star. 16? 5 star? Was? Moment. Wirklich? Okay, Aloy ist ein 5 star scheinbar. Okay, Hutao, genau, die 7, die 8 Banner 5 stars, die ich habe. Achso, dann noch 6 Off-Banner. Also alle Off-Banners bis auf. Oder Standard Banner, alle Standard Banner 5 Stars bis auf. Wer ist hier nochmal? Bis auf Mona, den Traveler und Aloy. Ja, gut, dann kommt man schon drauf. Scheiße, ich bin aus Versehen weitergegangen. Warte mal, ich mach nochmal kurz von vorne. Ich bin hier drauf geklickt. Ich meine, ich habe hier drauf geklickt. Lass mich durch. Also hier. Ayaka. Was ist das? Likes Rosaria as much. Achso, das sind alles meine Lieblingscharakter scheinbar. Also Genshin Impact nach, oder wie? Diona gehört zu meinen Lieblingscharakter? Kann nicht sein, Bro. Kann nicht sein. Wie ist. Also ich denke mal, das ist scheinbar die Charakter, die ich am meisten mag. Nach dem, was Genshin Impact denkt. Das stimmt aber nicht, Bro. Kann nicht sein.
Hinkyu auf jeden Fall. New C6. New 4-Star Companion with. Achso, das ist das, was ich in einem Jahr gemacht habe, unter anderem auch. New 5-Star Companion, okay. C6, C6. With highest total talent level. Was? 4-Star wahrscheinlich. With highest total talent level. New 5-Star Companion. Most used in Spiral Abyss. Ich hab. Bro, was waren die? Niemals habe ich Rosaria am meisten im Abyss genutzt. Also, das ist ja. Ich will nicht sagen, die labern hier komplett Kacke. Was ist das hier oben, Digga? Was soll das? Das ist so Cap. Es ist so fucking Cap. Whatever. Dann halt das hier, genau. Das ist ein Character. Perfect Enhancement Progression. Was ist das? Okay. During your journey, you have acquired a total of 5 5-Star Weapons, 7 4-Star Weapons, refined to rank 5. 5 5-Star? Ja, gut, doch, stimmt. Das ist wahrscheinlich ein Recap von einem Jahr jetzt. Throughout your journey, you have obtained 47 Name Card Styles unlocked via Friendship Levels with your Companions. Ja. David Celebrity. Halt alle Charakter, die ich habe, bis auf eine. Das Friendship 10. Geht das hier? Oh, okay. I guess. Cool. Dann, was ist das hier? Aber ich will ganz kurz eine Sache ausprobieren. Was, wenn ich das jetzt einfach in einem anderen Browser öffne? Weil ich habe natürlich noch andere Browser. Warte, wo ist der überhaupt? Wo ist mein Stand? Wo ist mein anderer Browser? Microsoft Edge. Ja, jetzt kann man es hören. Moment. Das ist gerade ein bisschen hässlich. Ja, gut, das haben mich jetzt gleich. Na gut, das hat man nicht mal gesehen, aber ich will hier nochmal. Was ein Pain. So, jetzt aber Microsoft Edge. Ich mach das lieber mit Sound, dann ist es auch besser. Ich wusste nicht, dass es jetzt an dem hier lag, was ein bisschen schade ist. Sollte ich auch noch gleich zwei weitere. Ah, was? Ach, ist egal, ich bin gerade ganz verwirrt. Aber jetzt soll es passen. Warte, auf was war ich gerade? Gar. Alter, nee, Bro, fucking hell, what's going on? Ich bin gerade so verwirrt. Ich hab einfach letztes Jahr lang zu wenig geschlafen. Ja, okay, was ist jetzt das hier? Heilige Scheiße, ist laut. Ja, nee, das interessiert mich. Ja, okay, hier ist die Musik halt saulaut, das ist ein Problem. Most recent story quest you completed was the one unlocked with Alhaven. Okay. Story quest 39 unlocked 29. Was? Wie viel hab ich gespielt? Ich hab das gerade nicht gesehen. Haven't unlocked any hangout events to spend some time with your companions lately. Ich hab ein. Ja, gut, 116 Hangout Events. Ich muss mal. Ich muss den Scheiß mal kurz muten, genau. Jojo, Frau Spiegel, was geht? Willkommen im Stream. Was hast du mir geschickt? Defeated the most is Primo Geobishop for. Du hast fast 500 Mal einen Geobishop besiegt, Mann. Das ist sportlich. Das ist sausportlich. 496. What the fuck? Aber warte, was wollte ich gerade nochmal nachschauen? Ich habe jetzt gerade das Game gemutet. Also nicht das Game, sondern generell mein Display, weil es einfach sonst zu laut wäre.
Und ich halt zu laut reden müsste. Moment. Aber ich kann es selbst noch hören. Kann ich jetzt gerade irgendwas freischalten noch? Ah ja, gut, nee, jetzt sehe ich. Ja, dann, nevermind. Ich meine, ich kille ihn nicht einmal und lass ihn leben. Okay, gut. Dann wäre die Zahl wahrscheinlich nochmal deutlich höher. Aber ja, gut. Okay, was setzt das hier? Max Level, Level 8, City Reputation. Statue of 7, Max, Max. Ah ja, gut. Ah, warte, ich kann ja zurück noch, oder? Ich will kurz zurück. Ich habe überall Max Level, bis auf jetzt in Fontaine, ne? Ja. Weil jetzt, man kann ja nicht weiter sein bei Reputation. Das kann man auch noch nicht gemaxt sein. Die zwei werde ich niemals in meinem Leben maxen. Das ist auch so eine Ankündigung, die ich jetzt halt von mir auch so geben werde. Weil nein. Ach, und nevermind. Ich hätte vielleicht die Musik wieder lauter machen sollen. Machen sollen. Gut, hier Special Offering. Ich habe den Frostgrown Tree Max. Den habe ich natürlich nicht Max. Scheiße, ich kann dann. Moment. Was für ein Monka W? Ziemlich laut. Es ist laut, ja. Sehr laut. Ich mach's vielleicht mal leise für dich. Jetzt soll es besser sein. Aber für mich ist es immer noch gleich laut, by the way. Dann Amrita Pool. Achso, das ist der Scheiß in der Wüste, kenne ich von meinem anderen Account. Fountain of Lucine, das ist das Höchste, was man, glaube ich, gerade machen kann. Und ja, man sieht schon, ich bin sehr dedicated. Nicht wirklich. Experienced Duelist. Was macht Diona hier? Ja, gut, also das interessiert mich. Ganz ehrlich. During this year's journey, you change your companions. Nein. Das ist mir so egal. Genius Invocation juckt mich nicht. Meanwhile, you have also acquired three dynamic skins. Interessiert mich auch nicht. Ich wusste nicht mal, dass ich überhaupt einen hatte. You haven't acquired a realm to call your own yet. When the time's right, go to. Was? You haven't acquired a realm to call your own yet. When the time's right, go take a walk through a Liyue Harbor. What the fuck you talking about, bro? Ich mein. Bro, the fuck? Full Cap! Full Cap von diesem Game, ich versteh's nicht. Full Cap, Mann. Aber ja, okay. This year a total of 38 companions moved in and gained friendship. Bro, wie hab ich kein Teapot to call home? Aber zugleich ist in meinem Teapot, waren in meinem Teapot 38 Companions. Wie the fuck soll das funktionieren? Wenn ich es nicht habe, wie soll ich dort 38 Leute. Also, ich bin so sauer, ich kann nicht mal mehr reden. Das ist wirklich unglaublich, Mann. Kann mir keiner erzählen. Man kriegt voll viele Primus davon. Also, was heißt für viele? Das ist wahrscheinlich ein einziger Pull-Up. Aber dafür, dass es ein Web-Event ist, ist es nicht wenig. Ja, ich rede gerade sau laut. Ich versuche es zu übertönen. Vielleicht soll ich einfach meine Kopfhörer leiser stellen. Of Ballads and Brews, human father and mother were adventurous. Everyone helps me, I will help everyone too. What the fuck, das sagt er? Nee, lese ich nicht vor. Fick dich. Ah, Moment. Okay, Moment, was ist das hier? Es ist immer so, ich fange gerade an zu streamen, meine Mutter sagt, oh, jetzt ist Essen fertig. Kann nicht sein, Bro. Wahrscheinlich gehe ich jetzt essen. Nein! Ich habe gerade an. Nein! 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 Marsha! Ich habe mir jetzt 5 Minuten ausgehandelt, danach muss ich actually weg. Das kann nicht sein. Kann nicht sein, Bro. Na, die Zitate hier unten nicht. Was ist es überhaupt hier? Holy Bing Chilling. Ja, wirklich, meine Mutter macht immer Essen genau im falschesten Moment der Welt. Ich weiß, es ist ein.
Manche Leute werden so, oh ja, gut, da sei froh, dass deine Mutter Essen macht. Aber bei mir ist es halt so ein Scheiße, ich habe gerade was angefangen und dann muss ich instant, wenn ich gerade schon tief genug bin, als dass ich nicht mehr mittendrin aufhören kann, sagt sie dann so, ja gut, jetzt musst du aufhören. Okay, gut. Hutau, let's go. Okay, the exquisite night chimes a banquet of melodies where the adepti gather for a night of feasting and drinking as everyone prays for a bountiful future. The year ahead will surely be a blessed one. Manche Leute sagen ja blessed und manche sagen einfach nur blessed. Ich weiß nicht, manchmal. Manchmal, man kann so ein bisschen drehen, nur manchmal so, manchmal so. Ja, hier ist gar nichts, was die da haben. Sumeru. Das ist wahrscheinlich die Events, die man durchgemacht hat. Pausiere das Online-Spiel, kommt auch böse. Aber wirklich. So, ja, du kannst Pause machen. So, Bro, ich kann. Whatever. You know what? Ich werde dann den Stream sogar vielleicht noch laufen lassen. Ja, nee, actually werde ich nicht. Das heißt, ich muss ihn zwei teilen. Ja, ich würde sagen, ja gut, ich habe jetzt. Warte, das habe ich gemacht, oder? Ja, dann mache ich kurz ein Readings. Reload. Ah, okay, dann komme ich erst später gleich wieder zurück. Also jetzt gerade nicht. Ich lief kurz einmal das Game. Endstream. Und komme nach dem Essen wieder hoch. Also ja. Ich meine, was soll ich machen? Ja. Also gut, dann. Wahrscheinlich so in 20 Minuten. Weil jetzt werde ich Speed essen. Also gut, jetzt bin ich wieder da. Gut, während Genshin lädt, kann ich wieder hier hingehen. Genau, was fehlt mir, die hier waren. So. Was ist das überhaupt? Ich weiß es nicht mal. Okay, einmal ganz kurz. Scheiße. Lass mich in Ruhe. Vielleicht kill ich das Ding doch noch schnell. Das sammle ich jetzt auch nochmal schnell ein. Die Website ist so laut. Zumindest ein Dreierjob. Ja. Okay, jetzt können wir wieder zurück. Jo, was war das gerade eben? Ich hab's nicht gesehen. Also, this year you've defeated a total of 41,083 common monsters. Among these you've defeated 1,255 Clockwork Mecha. During the same period you've defeated a total of 7,703 elite monsters. The elite monsters that you've defeated the most is Blazing Axe Mitachel for a total of 923 times. Ich habe noch nicht Clockwork Mecha am meisten gekillt von allen kleinen, oder? Und Blazing Axe Mitachel sind die meisten. Ich hätte eher so gedacht. Ich hätte eigentlich gedacht, so Treasure Hoarder oder. Normale, diese. Nicht Kaidagi, sondern nur Bushi sind die meisten, die ich besiegt habe. Oder Hillichurz oder so ein Scheiß, aber doch nicht Mitachurz. Ja, during your journey this year, you've defeated a total of 622 bosses. The boss that you've defeated the most is the Prime Ujibiship for a total of 107 times. Ja. Hätte ich die alle eingesammelt, dann könnte ich hier schon längst leveln. Hab ich auch natürlich nicht. Als er nur für Damage-Test war. This year you've used a total of 61,000 original resin. You've made a total of 1,149 condensed resin. You've changed a total, challenged a total of 160 enemies of note. The domain of the enemy note of note that you've challenged the most is beneath the dragon koala for a total of 34 times. Was? Enemies of note? Was ist das überhaupt?
weiß nicht mal, was das ist. Naja. Okay. Das ist einfach, du sollst einfach nur Ayaka und Ayato anschauen. Gut. Holy Lautstärke. Ja, es ist laut. This year you've challenged domains a total of 1728 times. The one that you've challenged the most is Domain of Blessing Autumn Hunt for. Was? Nee, warte. Ach so, nee, Moment. Das ist Emblems, oder? Das ist Emblems. Es wird Sinn machen, weil Emblems habe ich am meisten gefarmt eigentlich. Nein? Ah, doch, genau hier. Ja, also. Das war bei mir auch so. Ja, jetzt wird sich wahrscheinlich verändern auf. Nein! Ich will zurück! Fickt euch! Nein! Dann nicht! Bro. Kann nicht sein. Ich wollte einfach nur noch mal kurz schauen. Achso, man konnte es nicht mal sehen. Sehr schlau. Das nächste Mal alles in der GT-Domain, ja. Grundschub. Ich bin aus Versehen, wurde ich weitergeleitet hier und ich konnte nicht mehr zurückgehen. Das war auch scheiße. Just by the way. Also genau, hier muss man noch einmal die Kamisato-Geschwister sich anschauen. Muss man. Hier. Total of 469 times. Es ist nicht wenig. You have claimed treasures hidden in Blossom of Wealth a total of 98 times. In Blossom of Revelation a total of 15 times. Ja, okay. Und dann hier. Was ist das da rechts? Nee, keine Ahnung. Was ist hier? Also wofür ist das da? Ich weiß ja nicht mehr. Ist das irgendein komischer Browser? Achso, das ist Microsoft Edge. Weil bei Opera gibt es gar keinen Sound und ich will zumindest. Ich will den Sound trotzdem noch haben. 36 Sterne, ja. Trust. Einfach Profi. Was ist das jetzt? Ich hab Sound bei Opera. Ja, ich weiß nicht warum, aber ich nicht, deshalb. Welcome to Tevet. On September 20th, 2021, a traveler from another world called Chinoy arrived in Tevet. 1000 days of companionship. Achso, ja, ich habe über 1000 Tage online, oder? Ich verwende aber auch Opera GX, maybe it's different. Ja, kann sein. Add extra episodes. During your journey this year, you've already completed 1380 day missions with the Adventurers Guild. Okay, wie viele Tage habe ich dann geskippt? Wir können das kurz geteilt durch 4 rechnen. Erstmal, 300 ist erstmal easy weg, natürlich. 1200, also 300 natürlich weg. Das heißt, es bleiben 180 zu teilen. 180 sind 45 Tage noch. Das heißt, ich habe 345 Tage Dailies gemacht. 345 Tage, 356 Tage, 365 Tage hatten ja. Das heißt, ich habe 19 Tage nicht gemacht. Nee, 20 Tage nicht gemacht. Genau. Das ist im ganzen Jahr, habe ich gerade mal 20 Tage nicht meine Dailies gemacht. Wenn man so nachdenkt, das ist krank. Das ist krank. Oh, Mann. Oh, scheiße, Bro. Oder? Macht das Sinn? Bin ich dumm? Bin ich nicht dumm? 180 geteilt durch 5 muss 45 ergeben, ja. Oh, ich hab das Game zu viel gezockt, kann nicht sein. The region that you completed commissions on most frequently is Sumeru this year. The daily commission... Ja, okay, gut, dieses Jahr. Macht Sinn. With Touring Light Show, a diligent adventure will always be rewarded richly. Rewardly rich, das wollte ich gerade sagen. During this year's journey, you unlocked a total of 286 achievements. Your most recent Wonders of the World achievement was not your average Joe, which you unlocked on... Okay. Wonders of... Okay. Ich dachte eigentlich, mein Wonders of the World war... Das hier. Ich glaube, das war... Also ich würde mal behaupten, es war höchstwahrscheinlich in echt das mit dem You could hear Paimon all along, couldn't you? No? Ich sag dir auf... Ey, ich hab keine Ahnung, egal. Wer unter 1460 hat Skill Issue?
Ja, gut, sorry, dass ich nicht das ganze Jahr lang durchgezockt habe. Jeden Tag. You earned a total of 104.663.192 Mora during this year's journey. During the same period you spent a total of 80.865.445 Mora. Dementsprechend sieht man auch, dass ich mehr als 20 Millionen noch übrig habe. As a traveler, you make it your job never to let any treasure chest that catches your eye off the hook. This year you opened a total of 1613 chests in Teyvat. Ich weiß gar nicht, was hatte ich letztes Jahr eigentlich? Für Stats. Ich habe die hatte ich leider nicht aufgenommen, das heißt, die weiß ich nicht mehr. Die sind jetzt halt aufgenommen, aber ja. Bei anderen, ich glaube, die vom letzten Jahr weiß ich nicht mehr. Ich hatte ja auch kurz vor der ersten Anniversary gespielt, deshalb waren das theoretisch die Stats vom ersten Jahr fast alles zusammen. Halt die Stats vom zweiten Jahr wären jetzt das hier. Egal. This year you collected 71 more books than last year. Okay. Keine Ahnung, wie viel ich davor hatte. Ja. You've been active on Teyvat for 634 days. Was the day that you defeated most of the following type of monster, other human faction. Warte. 19.3. Was für Other Human Factions? Ach so, sowas wie Treasure Hoarders und Kairagi. Ernsthaft, habe ich da so viele gekillt an dem Tag? Kann mich überhaupt nicht erinnern. Ich weiß ja nicht, wie viel ist das numerische. Dort steht es ja nicht mal numerisch geschrieben. Click to. Okay. Hier ist ein Ayaka. Macht Sinn, I guess. Die Outlander. Was bin ich? Ingenious. Genau das gleiche wie du, Frosch, scheinbar. Die Outlander. What the fuck? Na, ja, egal. Lord of the Treasure Hunters. Warum ist dein Combat höher als mein. Ich hab keine Ahnung! Ich habe mich das auch gefragt. Ich habe mich auch gefragt, warum hast du alles maxed bis auf Combat? Und ich habe niemals mehr Combat als du in keiner Welt. Es ist ganz scuffed hier. Egal. Events, World, Combat, okay. Ja, ist egal. Maxed out friendship with many companions. All companions possess great power. Okay. Lord of the Treasure Hunters. What the fuck, bro? Ja, das kann ich dir dann auch schicken, I guess. Ich glaube, du kriegst davon auch Rewards dann. So wie ich auch von dir welche bekommen habe. Ja. Ja, ich weiß nicht. Was kann ich hier sonst noch machen? Ja, das ist useless ein bisschen. Collect the Blessing of Freedom. Achso, das ist dann von anderen Leuten, dass man einsammeln müsste. Sand Blessing. Was? Time to send out blessings, das schicke ich dir dann auch nochmal, I guess. Kann ich es mir selbst schicken? Ich weiß nicht. Hab jetzt so einen Vergleich zwischen uns. Was meinst du? Was? So von den Stats her. Ja, gut, I guess. Ich mag das am meisten. Was Sakura Blooms zu farmen ist voll der Pain. Uploaded Image. Das ist mir geschickt. Oh, man hat einen. Ah, okay. Bro, hör auf zu nerven. Da unten, kein Plan, was das ist.
Ah, jetzt kann ich mich vergleichen, ne? Hallo? Ich kann gerade nicht mal was klicken. Whatever, du hast mir ein Bild geschickt. Ich denke mal, ich zeig das kurz. Also das Total Treasure Chests unlocked. Ich habe mehr unlocked als du. Okay. Ja. Naja. Ist cool, I guess. Die Seite kann ich jetzt auch schließen, interessiert mich nicht mehr wirklich. Und ja. Dann sammle ich natürlich meinen Single Pull ein, den ich bekommen kann. Ich kann erstmal das auch wieder lauter stellen, das Game. So. What the fuck? Okay. Okay. Das ist Login Event. Ich werde nochmal loggen. Du hast mir schon wieder ein Foto geschickt. Hier sind noch mehr Primus. Das ist sogar relativ viel. Das ist mehr als, glaube ich, nur ein Single Pull. Ja. Ein bisschen mehr. Also, dafür, dass es ein Web-Event ist, ist es sogar relativ viel. Insgesamt ist es trotzdem nicht viel. Aber ja, ich glaube, ich habe jetzt meinen Primo Jam All-Time High. Ich habe einen neuen Rekord erreicht. Es hat noch mehr Stats. Ja, I know, aber es interessiert mich trotzdem nicht. Besonders. Egal, ich bin bei einem All-Time High mit meinen Primo Jams. Weil viele Sachen. Und ja. Das coole ist 211. Puls. Kann ich mir kaufen. Also gut, was habe ich dann so heute sonst noch vor? Ich glaube, ich gehe einmal die Rune Serpent killen. Und dann nochmal den Boss. Und dann mache ich auch tatsächlich mal sowas wie Deities. Ich kann auch einfach nur ein paar Chests mal schauen. Nuvelette-Testing. Ich würde das halt nicht mal on Stream machen können. Weil derzeitig ist es ja das Streaming-Event und beim Streaming-Event darfst du nur deinen eigenen Account streamen. Also du darfst keinen anderen Genshin Impact-Account streamen, sonst wird das als. Ich weiß nicht, ob das dann. Ich weiß nicht, was das heißt. Heißt es einfach nur, die Streamtime wird als nicht valide gezählt. Wenn es nicht als valide gezählt wird, dann ist natürlich nicht schlimm. Aber ich weiß halt nicht, ob du irgendwie noch. Keine Ahnung, ob du sanktioniert werden kannst dafür, weil sie sagen, ah ja, du hast versucht zu cheaten, indem du halt einfach einen anderen Genshin-Account gezockt hast, gestreamt hast, der nicht dir gehört. Das würde ich halt lieber nicht riskieren wollen. Zeig nicht, wie du wächst. Man sieht die UID hier unten und die muss. Und das ist auch eine Regel, die muss man immer sehen können, die ganze Zeit. Also während man streamt. Ja, ich habe die Regeln durchgelesen teilweise. Halt die Sachen, die man wissen sollte. Oh, come on. Naja, besser ist es. Okay. Bro, zwei. Oh, aber, hold up, hold up. Das sieht nicht schlecht aus. Okay, dann weiter. Monstead wieder. Nochmal der. Was gibt's eigentlich sonst noch? Habt ihr auch mal gelesen, dachte man dürfte irgendwie Account wechseln mit Bedingungen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kann man auch wechseln oder so ein Scheiß und da wird's einfach nicht gezählt. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich denke, ich werde ihn ja sowieso pullen wollen. Aber ich werde halt nicht. Die Sache ist halt, wenn ich ihn pulle, kann ich nicht auf Guaranteed pullen. Weil wenn ich ihn auf Guaranteed pulle, kann ich nicht mehr Furina und Nahida Guaranteed pullen. Das ist ja die Sache. Das ist ja der einzige Grund, weshalb ich ihn nicht Guaranteed mir hole, sondern nur auf so schaue, ob ich den 50-50 gewinne. Wenn ich 50-50 gewinne, habe ich ihn. Wenn ich 50-50 verliere, habe ich ihn halt nicht. Das ist das Einzige, was ich machen kann.
Ja, natürlich 50-50. Ich habe ja nicht genug Primus. Ich habe es ja mal durchgerechnet. Ich habe nicht genug, um Furina und Nahida danach zu, wissen mal, zu garantieren. Wenn ich so mache. So, ich kann ja nicht. Ich glaube, du judgest mich mehr dafür, dass ich keine Furina oder Nahida habe, als alles andere. Ja, maybe. Nochmal ein Dreierjob. Hier kriege ich immer Dreierjobs und beim anderen nicht. Das ist schade. Aber ja. Die zwei Sachen sammeln kann ich jetzt schon einsammeln. Gibt es sonst noch irgendwas? Ich würde vielleicht sogar sagen, ich versuche einfach Lele Deposit Challenges zu machen. Nicht einzusammeln, sondern einfach nur zu machen, weil dann kriege ich noch hier diese Rewards. Die Sache ist ja, es ist halt eben Dings. Es ist ja eben, dass man zwei Tage nicht nicht gehabt hat. Das heißt, wenn man das die wöchentliche Dings cappen will, muss man noch ein bisschen anderes extra Zeug machen, was man sonst nicht machen würde. Ja, es wird explodieren. Ich mach damit nicht mal Schaden. Okay, gut, doch, nee. Egal. Wenn man kein Denjo-Team spielt, brauchst du keinen Nahida, aber es ist. Aber es ist nicht so ein. So ein sehr du musst. Ja, ich will aber auch Denjo-Teams spielen. Und ich habe halt keinen Baiju und ich werde nicht einen Baiju auf ein zweites Mal pullen. Und ich weiß, es gibt auch sowas wie Yao Yao oder sonstige Dinge, die man halt auch noch benutzen kann. Irgendwelche Substitutes. Aber sehe ich danach aus, wenn ich Substitutes benutze? Eigentlich schon, eigentlich schon. Ich bin fucking free to play. Absolut. Ich sehe so absolut aus wie jemand, der sowas benutzt. Warte, nee, das kenne ich. Aber, you know. Okay, nee, ich dachte, Lynette wird heute Friendship 10, aber es scheint überhaupt nicht der Fall zu sein. Schade. Ich glaube, ich spiele kein einziges Team Solo, Denjo, Baiju. Ja, ich schon. Also ich sag, Aggravate kann es voll funktionieren. Ja, natürlich, wenn man Nahida hat, ist wahrscheinlich viel besser, aber trotzdem. Meistens spielt man ihn mit Nahida. Ja gut, ich komme halt auch ganz gut ohne Nahida mit ihm aus. Auf einem anderen Account. Also ich kann da Aggravate, Hyperbloom und so Zeug spielen, auch ohne Nahida mit ihm. Hyperbloom ist eher der halt der Main Driver. Ist ein Cope-Team, aber es funktioniert. Es funktioniert immer bis. Ich hab's ausprobiert, ich hab's damit geschafft. Trust. Es kommt gut. Ich glaube, ich sollte hier lieber ein anderes Team benutzen als mein Friendship-Team. Physical, Hut auf. Find's gar nicht allzu grob, ist nicht viel schlechter als Nahida Version mit Cookie. Nahida Version mit Cookie. Ach so. Na gut. Es erlaubt dir Ryan als ihrem. Es erlaubt dir Ryan als ihrem Electro zu spielen. Ja. Keine Ahnung. Ich mach halt irgendwas und schau dann mal, ob es funktioniert. Und bei mir funktionieren halt die meisten Sachen, die ich ausprobiere. Und da bin ich zufrieden. Moment. Ah, hier. Warte. Aber zum Beispiel Furina ist ja auch kein Muss. Du sagst ja, so ist ein Muss. Nahida ist kein Muss, aber kein Charakter ist ein Muss fast. Ich habe vorhin gesagt, ich spiele dieses Team am besten nicht für Resin. Und Hutau ist einfach auch nicht so entspannt zu spielen in der Overworld. Jetzt hat es ja offiziell den Namen Overworld auch bekommen. Das gefällt mir sehr. Aber ich mache einfach das hier. Ja, ein Kasu ist Muss in my opinion. Ja, okay, gut, sehe ich aber. Auch hier inwiefern ist es wirklich ein Muss.
Vor allem Yelan eigentlich nicht. Ich sag, Kazuha sehe ich noch, wenn du sagst, es ist ein Muss, aber Yelan ist wirklich kein Muss mehr. Hier kann man nochmal hin. I mean, so Hydro, es gibt ja derzeit nicht genug Hydro 5s, das einfach auch. Maybe Yelan nicht mehr mit Farina Release. Aber was meinst du mit Muss? Heißt Muss einfach nur irgendwie so absolut insane krank, ist einfach sehr stark? Oder meinst du mit Muss? Wie habe ich die Chest noch nie geöffnet? Oder... keine Ahnung. Ist auch egal. Ja, komm her, du scheiß Hydro-Bug. Dead. Tja. Ich meine, mein Charakter, kein Charakter ist ein Muss, weil du kannst ja alles clearen mit nicht allzu guten Charaktern. Ja, ja, und ja, gut. Nee, ich mach halt so, wenn es einen Quality, also wenn es diesen einen Quality of Life Charakter gibt im Game, dann sag ich, ist es schon Kazuha eigentlich. Aber Yelan sehe ich nicht mal so hoch an, also ganz ehrlich. Also ganz ehrlich, ja, Yelan sehe ich tatsächlich gar nicht mehr so hoch. Sie ist wirklich schon ziemlich hoch, aber sie gehört jetzt nicht zu diesem sozusagen absoluten Top-Tier. So nicht Wish Priority 100%. Aber Yelan und Kazuha sind so insane. Und das sind so vielen Teams, dass wenn man das Game nur ein bisschen nach Meta spielt, pullt man die beiden. Spiel ich dann zu wenig nach Meta? Weil ich gehe jetzt nicht auf Yelan auf meinem anderen Account. Ich mache hier einfach. Warte. Ich kann nicht mehr reden. Ich konnte noch nie reden. Correction. Ich mache ja halt einfach das hier. By the way, dass ich ja noch die Rewards bekomme. Halt die Battle Pass. Warte, aber. Ja, nee, warte, das habe ich schon vorgelesen. Ich weiß nicht, weshalb es Eelmeat heißt jetzt inzwischen. Wie es Unagi-Meat, aber es gefällt mir nicht. Es war früher das Eelmeat. Für mich das Unagi-Meat und ich sehe es auch heute noch als Unagi-Meat an. Nicht Eel. Egal. Ich sehe Kazuha besser Yelan schon, aber nicht so viel wie du denkst. Double Hydro ist so insane. Ja, ich weiß, dass Double Hydro sehr stark ist. Also, Bro, ich weiß, das ist mein fucking Abyss-Team. In der ersten Hälfte so gecarried hat, hier zum Beispiel auch generell absolut fett carryen kann. Aber... take it easy. Keine Ahnung. Egal. Und mit Farina wird es noch besser. Ja, das kann sehr gut sein. Oder... ja. Also es ist obvious. Wind rises. Ich werde ihn zu Tode swearen. Okay, ne, gar keine Ahnung mehr. Gotcha. Okay, next. Okay, gut. Ich wollte gerade sagen, wenn es in dieser komischen anderen Insel ist, dann wäre ich sauer gewesen. Sedai Island ist das hier und das andere ist. Ich vergesse immer den Namen vom anderen. Naja. Also natürlich kenne ich den Value von Yelan. Ich habe ja auch einen Account mit und einen Account ohne Yelan. Aber ich sag zum Beispiel, Ayato ist natürlich als ein Main DPS eigentlich.
komplett andere Rolle, aber ich sag, mit dem kommst du halt auch gut aus. Zum Beispiel brauchst du dann... Da hat man trotzdem auch genug Hydro-Units schon. Beziehungsweise ich struggle halt überhaupt nicht. In dem Aspekt. Ah ja, ich weiß... Genau, ich wusste genau, dass du das sagen wirst. Aber trotzdem, Ayato ist komplett fein. Man kann ihn absolut benutzen. Er hat vielleicht nicht den gleichen Value wie sie, aber Bros, juckt nicht. Ich komme damit so easy durch und seine Artefakte sind nicht mal so insane. Zugegeben, ich habe seine Signature. Aber ich habe auch bei Yelan ihre Signature. Also muss man es auch bedenken. Skilleveltes Field. Ja, Barbara kann man auch benutzen. Also, Digga, das ist jetzt ja auch wirklich... Barbara kannst du aber auch nur in einem Team benutzen. Das ist der Unterschied. Barbara kannst du in Bloom benutzen. Ich glaube, das wurde auch noch so gepatcht, dass es jetzt gar nicht mal mehr so gut ist. Wie früher. Und Ayato kannst du schon noch in vielen Teams benutzen. Du kannst ihn irgendwie... Zugeben, es ist vielleicht ein Cope-Mechanismus, aber du kannst ihn anstelle von Child in International benutzen. Wobei wahrscheinlich nicht. Eher Double Hydro sozusagen. Statt Yelan. Dann ist er halt eben der Normal Packer. Statt Yelan. Ich meine, statt Bennett. Du kannst ihn in einem... Ist es Quick Bloom? Oder ich weiß nicht mal, heißt es Quick Bloom? Ist halt Ayato, Fischl, Kazu und... Warte, wer war nochmal letzte? Ich glaube Baiju. Du kannst ihn in Electro Charge Teams benutzen. Generell, weil er halt Normal Attacks macht, kannst du ihn halt gut mit Fischl pairen, finde ich. Ja, keine Ahnung. So. Bro. Ich sag, Ayato geht voll klar. Ayato ist einfach voll in Ordnung. Wenn du halt nicht schon irgendwie einen anderen Main DPS hast, wie zum Beispiel Hu Tao, dann ist Ayato gar nicht mal so kacke. Ayato ist okay in vielen Teams und guten Nilu Bloom, aber nie besten Slot. Ja, das meine ich halt damit so. Er muss ja nicht mal unbedingt der besten Slot sein. Es ist ja fein, er ist voll gut. In dem Sinne schon. Es reicht ja. Ich weiß jetzt, dass du mir sagst, oh ja, aber Yelan ist besser und dieses jenes. Ja, ja, ist okay. Ich weiß es. Ich weiß es. Aber das, aber ich sag ja, es ist kein Must-Pull, weil du hast einfach... Ayato kann sie in vielen Aspekten halt sogar ersetzen. Nicht ersetzen im Sinne von, er ist besser oder gleich gut, sondern ersetzen im Sinne von, es ist in Ordnung. Sowas wie Kazuha ersetzt du in einem Mono-Cryo-Team durch Sucrose. Es ist ein Downgrade, eindeutig. Aber es ist etwas, was du halt noch hast, was doch funktioniert im Regelfall. Was nicht irgendwie so ist, okay, jetzt, das war's, jetzt kannst du nicht mehr spielen. Ich hätte ja auch Sucrose in Ayaka-Team benutzt, so, ging voll klar. Hat es den DPS verringert? Bestimmt. Aber es war immer noch ein funktionstüchtiges Team, mit dem ich hier bisher 36 starten konnte. Besser so. Ich würde nicht einen Off-Fielder mit einem Off-On-Fielder vergleichen. Ja, das ist dann schwerer zu vergleichen, aber trotzdem. Es geht ja darum, so Hydro-Units, so, du brauchst jetzt ja nicht unbedingt... Zum Beispiel, wo ist Yelan wirklich ein absoluter Muss? Also in welchen Teams ist sie komplett unersetzbar? Du musst Yelan benutzen. Also ich bin mir jetzt selbst nicht sicher, deshalb frage ich ja auch. Und dann denke ich so, braucht man sie wirklich so dringend wie Kazuha? Weil Kazuha ist halt einfach der beste Grouper. Natürlich, größtes Grouping hat immer noch Dings, Venti und sowas, aber das ist ja nicht das Beste. Größer ist nicht immer gleich besser. Ich glaube, das musste der Skyrider auch irgendwann mal erfahren, aber... Dings. Double Hydro. Bro, aber Double Hydro ist halt, ja gut, Double Hydro understandable, wenn du halt ein Main DPS hast. Aber in welchen Teams hast du dann Double Hydro? Du hast vielleicht in... Was eigentlich doch nur in denen du... Warte, welcher Hyper Carry benutzt überhaupt Double Hydro? Ich weiß nicht mal, wer benutzt Double Hydro? Also, das Yelan Double Hydro. Weil ich kann es ja auch mit Ayato spielen. Ayato mit Shinchu. Jetzt wirst du wieder lachen, so haha. Ayato, Shinchu, lol. Ah!
Aber ich sag's funktioniert. Wo ist? Ist hier oben? Oh fuck me. Herne. Oh Gott, das ist nicht mal im Wasser, das ist unterm Wasser. Ich werde einfach mal was ausprobieren. Hier unten war es irgendwo. In jedem Team, wo du Hydro brauchst und mehr als einen Slot dafür hast. Ja, das ist so unspezifisch, da kann man nicht mal was dagegen sagen. Das ist ja bodenlos. Apropos, ich muss erstmal kurz mein tägliches Essen abholen. Cafeteria essen! Was? Habe ich eigentlich noch meinen Fortune Slip von gestern? Ne, der verschwindet einfach. Schade. Use for Investigation. Ja gut, jetzt habe ich noch was davon übrig. Bran. Like a welfare meal, please. Ja, weil es eben so versatile ist. Ja gut, natürlich, aber zum Beispiel, angenommen wir haben halt eben Yelan, Xinqiu, Bennett, Xianli. Das ist halt das Beispiel, was ich so denke. Das ist sowieso nur Sub-DPS oder nur Supports an und für sich. Also mit Supports, du weißt, was ich meine, sozusagen Off-Fielder einfach nur. Das sind alles Off-Fielder. Dann ist Ayato sogar ziemlich gut, weil dann hast du halt jemanden, der on-field ist und der dann immer noch Hydro applied. Was noch? Keine Ahnung. Hyperbloom kannst du auch zum Beispiel, hast du auch nicht immer einen on-field. Da kannst du auch Ayato benutzen zum Beispiel als on-field bei Hyperbloom. Oder was weiß ich, so Quickbloom kannst du ihn ja auch als on-field benutzen, je nachdem, was du für Teammates hast. Natürlich, Nahida kann man als on-field auch benutzen, aber Ayato ist halt natürlich gedacht für on-field dann auch. Da hat er halt auch seine Rolle, die erfüllt. Was weiß ich, was gibt's denn sonst noch, was man benutzen kann? What the fuck is this? Ich wollte eigentlich mal eine Sache hier mal nachschauen, deshalb laufe ich gerade ein bisschen herum. Hyperbloom verlierst du so viel, wenn du kein Danger onfieldest. For real? Okay, gut. Na, okay, gut, dann aber mein kann sein. Ja, ich weiß halt nicht mal mehr. Also Reaction-mäßig, okay, gut, Hutau braucht halt mehr Off-Fielder. Aber das ist Hutau. Kein Plan. Also mir fällt ja auch nicht ein, irgendwie irgendwelche Teams sonst noch, wo du irgendwie Yelan so unbedingt dringend brauchst. Also wo brauchst du Yelan sonst noch? Ist die Frage. Hyperbloom? Vielleicht? Und Double Hydro. Trade ist Perfect Dendro Application für gar nichts. Ich meine, je nachdem, welchen Dendro du hast, zum Beispiel Yao Yao, ist ja auch off-field. No? Actually, wo ist dieser scheiß Pipe, nach der ich gesucht habe jetzt? Es gab doch diese eine Kack-Pipe, in die man gegangen ist während der Archon-Quest. Es kann nicht sein, dass ich die Pipe gerade nicht finde. War es nicht die da? Ist sie dann weiter oben? Oh, die ist hier. Ja gut, dann kein Wunder, dass ich hier die ganze Zeit suche. Oder sagen wir mal, du hast DMC Off-Field. So, DMC macht Off-Field und noch Yao Yao oben drauf und dann hast du halt Cookie und zum Beispiel Ayato. Jetzt willst du mir sagen, das ist ein Cope-Team. Ja gut, angenommen, du hast jetzt keinen Baiju oder so einen Scheiß. Oder Nahida. Was dann? Was willst du dann machen? Lieber Yao Yao On-Field, let's go. Ich verstehe mal nicht, wo dieser scheiß TP-Point ist. Aber ich weiß auch nicht, wo das hier führt. Wohin das hier führt. Ich will hier ein bisschen weiterlaufen. Und, oh, hier ist ein Chest. Juhu. Krieg wahrscheinlich ein bisschen von diesen komischen... Ich krieg kein Geld? Doch, ich krieg 30 Credit Coupons. Aha. Was kann man hier eigentlich benutzen mit den Credit Coupons? Also was kann man damit machen? Noch weiß ich es gar nicht. Ich habe gerade begonnen, Yelan-Teams aufzulisten, aber hab's aufgegeben. Weil du sagst, es gibt zu viele. Digga, dann list einfach halt ein paar Typen auf. So zwei, drei Typusse und dann kannst du sagen, das. So, natürlich, wie gesagt, ich weiß, dass Yelan besser ist, aber ich sag trotzdem, du brauchst sie nicht so dringend wie ein Kazuha, weil Kazuha hast du halt kaum Alternativen, die auf dem gleichen Level sind. Ja, du hast Sucrose. Aber das war's. Und meistens willst du mehr als einen Grouper haben. Aber du brauchst ja nicht irgendwie zwei Yelans. Du brauchst nicht irgendwie ein Xinqiu und eine Yelan unbedingt auf beiden Seiten jeweils eins.
Das ist ja der Unterschied. Zugeben, das brauchst du jetzt auch nicht mit Kazuha, aber bei Kazuha ist es halt irgendwie noch deutlich wichtiger. Bei Yelan denke ich mir so, ist es halt wirklich nicht so wichtig. Ich habe irgendwie Yelan auf dem anderen. Also, das, was ich meine, ist halt, auf dem anderen Account habe ich Yelan nie vermisst. Das ist so das, was ich meine. Und auf dem anderen Account habe ich aber Kazuha vermisst. So, der einzige Charakter, den ich jemals vermisst habe auf irgendeinem Account, war Kazuha. Und das ist dann halt das, wo ich denke, das ist ein Must-Pull. Alles andere ist kein Must-Pull, wenn du es nicht irgendwie vermisst, weil du denkst, ich brauche diese Karte jetzt unbedingt oder diesen Charakter, um den Abyss gescheit zu machen oder was auch immer, um meine Teams jetzt gescheit ausführen zu können. Wenn du verstehst, was ich meine. Wo muss ich eigentlich hin? Bro, what the fuck? Was ist das überhaupt? Was ist das? Was mache ich? Wo bin ich? Ich bin von hier hochgekommen, oder? Ja. Ein bisschen Exploration, wie du. Ja. Ach, ich darf hier gar nicht hin. Ja, fick dich. Bastard. Dann gehe ich halt wieder übers Wasser. Das war so mein Ziel von vornherein. Ehrenlos. Ich habe den Hydroculus noch gar nicht eingesammelt. Na gut, dann. Wie viele Punkte bringt mir das? Ich weiß, dass eine Chest mir einen halben Punkt gibt für Commissions. Und ein Auge gibt mir auch nur einen halben Punkt. Okay. Sorry. Ich glaube, ich mache einfach ein bisschen Exploration. Bei ein bisschen Exploration kriege ich auch ein bisschen Chests. Muss ich die Dailies nicht machen. Da sind die Baluga-Wale. Keine Ahnung, ich denke da an Baluga. Oh, oh, oh. Hey. Moment. Sehe ich hier Potenzial für eine Chest? Ich glaube, ich sehe Potenzial für eine Chest. Hier ist erstmal Mada. Yelan ist basically optimal in jedem Team, wo du NAs machst. Okay. Warte. Punkte gibt mir das. Einen halben auch. Was ein Much. Ja, Moment. Es macht Sinn. Es macht Sinn auf jeden Fall. Ja, es stimmt auch. Eigentlich in dem Sinne. Halt einfach. Also, außer Aggravate. Stimmt das eigentlich für alles, halt so Salad zum Beispiel? Ich glaube bei Ayaka jetzt nicht. Bei Ayaka machst du aber auch nicht so viele Normal Attacks. Du machst ja nur für irgendeine Kacke. Also schon true, ja. Aber es ist halt trotzdem nicht so ein so. I mean, Hinchu kann's auch machen. Ja, ich weiß. Hinchu macht weniger Schaden, weniger Single Target Damage. Was ist das? The fuck, Bro? Das sieht geil aus. Ich meine so, da hast du aber halt eben die Rolle von Hinchu, die es fast 1 zu 1 auch erfüllen kann. Und er boostet nicht irgendwie Angriff um bis zu 50%, er macht nicht so viel Single-Target-Damage, ich weiß, aber trotzdem. Ich meine, wenn du auf vielen Ayaka-Teams verzichten kannst, ist sie auch da optimal. Ja, I know. Aber das ist nicht möglich, Bro. Das kannst du nicht erwarten. Das ist so, ja, obvious. Obviously true. Aber, Bro. Kannst ja auch nur Mona reinslotten oder so, Scheiß. Ich werde aber nicht sagen, ich komme ohne irgendwelche Heals oder Damage Reduction at all aus. Zumindest nicht, wenn ich gegen Bosse kämpfe. Wenn es gegen Freezable Enemies ist, okay, fine. Kein Ding. Aber gegen Bosse, absolut nicht fahren. Spielt's Freeze, ja. Gut. Also ja, wie gesagt. Oh, ich hab keinen Plan. Huh?
Was ist das? Wenn du musst man diese scheiß Teile auch noch sammeln. Subdeck Detection Unit. Okay, das ist cool. Stimmt, man kann in die Würfel rein. Boah, das ist geil. Aber heute nicht. Viele Leute wissen auch nicht, wie gut sie es in Teams. Wie gut sie in Teams ist, die die Hydro Application nicht mehr braucht. Zum Beispiel Yula, Xiao, Wandra und so weiter. Also bei Wandra weiß ich halt einfach, weil er diesen ganzen Normal Text macht. Bei Xiao ist es halt, wenn du nach einem Plunge noch Normal Text machst und sie dann durch Jump Cancels wegmachst, gut, understandable auf jeden Fall. Warte. Wo ist denn Uja? Uja. Scheiß. Bei Yula. I mean, ich dachte, man geht normalerweise noch auf die 15. Man geht auf Double Cryo und dann 15% Crit Rate dazu. Aber wenn man das nicht macht, dann auf jeden Fall. Sehe ich es auch. Aber whatever. Wie gesagt, aber letzten Endes ist es so ein: Brauchst du sie so dringend wie zum Beispiel, wie du Kasuha brauchst? Absolut nicht. So, ich sag, okay, wenn es einen Must-Pull noch gibt neben Kasuha, sagen wir mal einen Must-Pull, dann ist es auch sehr wahrscheinlich Yelan. Dann stimme ich dir auf jeden Fall zu. Wenn es einen Pull gibt, einen Must-Pull neben Kasuha ist, dann ist es Yelan. Aber abgesehen davon, sag ich, gibt es keinen Must-Pull bis auf Kasuha. Eigentlich. Weil es halt meinem Gefühl nach einfach so ist, ich hatte nie das Verlangen danach, sonst noch einen Charakter zu haben. Wie gesagt, das vielleicht bin jetzt nur ich, aber... So, Kasuha, da dachte ich mir schon häufiger im Abyss, bevor ich Kasuha hatte, scheiße, wie geil wäre es, wenn dieser Account auch Kasuha hätte. Mit dem ich richtig nice im Abyss rollen könnte. Aber das habe ich mir halt nie das gleiche bei Yelan gedacht. Ich habe mir noch nie gedacht auf einem anderen Account, so scheiße hätte ich jetzt gern Yelan. Da ich mir einfach so, ja, ist okay. So, ich habe ja Ayato. Und damit habe ich auch schon meine Hydro Application, die ich brauche, gefühlt. Ja. Kasuha, bester Charakter im Game. Hast du dich vor kurzem noch Hinchu gesagt? Ja, du merkst nicht, wie viel sie macht. Ja, ich weiß doch, dass sie sau viel macht, aber... Ich komme fast besser durch den Abyss durch mit einem anderen Account als dieser. Das ist der Unterschied. Ich weiß, dass sie sau viel Einfluss hat. Und dass ohne sie meine Hooter deutlich weniger Schaden unter anderem macht. Zum Beispiel. Oder dass viele Teams nicht funktionieren. Ich weiß, dass sie alleine mit Hinchu gefühlt schon fast... Die ganze erste Hälfte schaffen kann. Es kommt nur noch die Charakter raus, die nicht allzu gut mit Hinchu funktionieren. Ja, das weiß ich nicht, kann sein. Aber egal. Also natürlich, ich weiß. Wie gesagt, Yelan macht sau viel aus, aber. Nicht genug, als dass ich mir denke, ich brauche unbedingt Yelan noch auf einem anderen Account. Und das ist, finde ich, so das, was für mich ein Must-Pull ausmacht. Wenn du so denkst, du brauchst diesen Charakter. Auch wenn es rein metatechnisch natürlich nicht stimmt. So, wenn du denkst, so wirklich, der macht deinen Account so viel besser, jetzt entspannter zu spielen. Dann sage ich, ist das ein Must-Pull. Aber wie gesagt, das ist dann nur Kasuha. Nahida hatte ich noch nie, das heißt, da kann ich es jetzt auch nicht irgendwie sagen, natürlich, ein Unterschied. Wie sich die zwei Accounts anfühlen, da kann ich jetzt halt auch nichts über Nahida sagen oder so ein Scheiß. Aber ja. Das gleiche ist mit Kasuha vs. Sucrose. Hoyo wissen, was sie machen mittlerweile. Weile. Ja, gut. Warte. Damit man mehr auf die Five Stars baitet, meinst du? Hm. Ja, sehe ich. Aber so Mount No Pyro funktioniert natürlich mit Kasuha am besten. Als mit Sucrose. Bro is dodging me. Mein Aim ist so grotesk scheiße. Juhu. Wie viel Exploration muss ich noch machen? Noch zwei Chests. Ja, gut. Fair Opinion. Ich finde trotzdem einer der einzige Charakter auf dem Level von Kasuha ist Yelan. Ja gut, das stimmt. Das stimmt dann wiederum.
Wie gesagt, deshalb, ich habe ja auch gesagt, wenn es einen Charakter gibt, der neben Kasa gepult werden muss, wenn du so einen sagen musst, der am wichtigsten ist, dann ist es Yelan, ja. Aber abgesehen davon ist es. Ja. Abgesehen davon sind alle eigentlich so immer ein bisschen ein Step tiefer. Erstmal alle Main DPS fallen ja von vornherein raus. Oder alle Hyper Carries. Also Hyper Carry, Hyper Carry, Hyper Carry, Hyper Carry, Hyper Carry. Es sei denn, du spielst Ganyu Freeze mit Venti, aber auch da ist es eigentlich. Es geht. Hyper Carry, Hyper Carry oder zumindest On-Field DPS. Die fallen ja schon alle automatisch raus. Und da hast du halt nur noch übrig Zhongli. Zhongli ist definitiv nicht so wichtig. Hier ist nur Sheila Albedo. Ich glaube, den muss ich nicht erwähnen. Yoimiya ist auch ein On-Fielder. Raiden ist ein On-Fielder. Kokumi. Ich meine, sie ist halt Hydro Healing, das war's. Es ist nicht schlecht, aber es ist halt auch nicht so gut. Ito fällt raus. Shinhe ist ein Niche-Supporter. Yaimiko ist auch nicht wirklich wichtig. Auf dem Gebiet. Ayato ist ein On-Fielder, Tainari ist ein On-Fielder, okay, er ist nicht mein On-Banner-Charakter. Nido ist ein starkes Supporter, aber auch nur auf dem Niche-Dings. Nahida würde halt noch Competition machen können. Aber keine Ahnung. Da gibt es halt inzwischen auch schon viele Sachen, die es halt ausgleichen können, so wie Baiju zum Beispiel. Wandra ist ein On-Fielder, Alhaitham ist ein On-Fielder, Linny ist ein On-Fielder, Neuvillette ist ein On-Fielder. Ja, das war's halt. Die einzigen Supporter an und für sich. Davon gibt es nicht besonders viele, vielleicht Miko. Nahida und Nilu und Baiju. Aber wie gesagt, die zwei gleichen sich gegenseitig aus. Außerdem hast du noch Yaoya, was eine Budget-Version ist. Was sogar noch gar nicht mal so kacke damit funktioniert. Teilweise sogar besser ist in manchen Situationen. Also Yaoya im Vergleich zu Baiju. Yaoya, ja, also du weißt, was ich meine. Vielleicht labert da auch da ein bisschen der Cope in mir. Aber you know. Komm, jetzt dafür, dass du die ganze Zeit das so advocated hast, kommt das eben. Double Hydro. It's time to pull the trigger. Putau. Ich weiß, hier sind auch zwei Hydro-Gegner und es ist gerade ein bisschen dumm vielleicht. Aber fuck it. Ja. Bestes Hu Tao Team. Ich kann's halt nicht spielen, weil ich zu wenig. Weil ich zu wenig Dings. Defensives. Defensive Charakter habe. Ich habe nur Shinchu, das reicht mir nicht. Ich bin zu kacke im Game, als dass ich das. Dingsen könnte. Grund, weshalb ich Genshin Impact wahrscheinlich auch so sehr mag, ist, weil es einfach auch so. Weil es auch einfach so casual zu spielen ist. Im Normalfall. Weil so rein sweaten mir zu hart ist. Oh. Das muss ich mit Dings. Hast du Hu Tao C1 schon? Nein. Also wenn, dann wirst du es im Stream-Titel sehen, dass ich das hab. Dann wird halt fett drauf gepult. Aber heute noch nicht. Das ist das neue Event. Das werde ich jetzt noch nicht machen. Glaub mir, sobald du Hu Tao C1 hast, ist es mehr als genug. Warte, was meinst du? Ach so, ja, wegen Deutschen. Ah, ja, true. Nee, never mind. Ich hab's gerade kurz nicht gecheckt. So, jetzt habe ich genug Exploration gemacht. Damit mache ich jetzt ja meine Dailies einfach. Ja. Hu Tao C1 fühlt sich schon actually unverwundbar an. Okay. Jetzt hypst du mich so richtig hoch und am Ende ist es so richtiger Reinfall. Ich sterbe immer bis 7000 Mal hintereinander. Und denk mir so, what happened, bro? Voll geil übrigens, ich muss morgen erst um halb elf bei einem Kumpel sein, weil wir dort unseren Wandertag mit der Schule machen. Wir gehen morgen Wandertag zu einem Typ von uns im Kurs und grillen bei ihm. Und weil Grillen halt erst so gegen Mittag Sinn macht, sagen wir treffen uns dort um 10.30 Uhr. Wir müssen da nicht mal hinwandern, wir treffen uns literally einfach nur dort so. So, wir gehen hin, das ist der Wandertag. Ihr könnt auch mit Auto hinfahren, lol. Who cares? Wandertag, fahrt mit Auto. Zudem, wenn ihr zu weit entfernt seid oder mit der Bahn. Juckt. Und dann grillen wir für 2 Stunden. Und dann könnt ihr wieder gehen. Das ist so ein geiler Schultag. Ich freue mich schon richtig drauf. Ich find's halt so geil. Unsere Mathelehrerin ist so ehrenhaft. Abgesehen von der Tatsache, dass sie halt nicht so gut erklären kann und dass ihre erste Klausur halt so ein Reinfall war für die meisten, weil sie unglaublich schwer war. Abgesehen davon
ist sie wirklich einer der besten Lehrer, finde ich. Die ist sau entspannt, macht richtig viel mit der Klasse mit, was solche Sachen angeht. Ist sehr organisatorisch auch. Zum Beispiel, sie hat einmal so bemerkt, oh scheiße, morgen Wandertag. Also das war letztes Jahr, aber man hat ja zwei Wandertage am Anfang des Schuljahres und am Ende des Schuljahres. Sie hat gesagt, am Ende des Schuljahres, oh scheiße, morgen regnet es, eigentlich wollten wir in den Schlossgarten gehen. Geht jetzt nicht, weil es regnet. Was machen wir? Ich buche einfach schnell was um. Hat sie uns einen Hallenbesuch umgebucht, also Halle für Klettern. Einfach einen Tag davor, so, also richtig geiler Lehrer, kann ich einfach nur sagen. Und dann sagt sie so, ja, wir müssen mal planen für diesen Wandertag. Also, erst wollen wir wieder ins Schlossgarten gehen. Und da sagt jemand so, ey, wir könnten bei meinem Garten grillen oder Pizza backen. Da war jeder so, yeah, boy. Das ist richtig. Egal. Ich sterbe mit Zhongli teilweise gegen den Boss auf zweiter Hälfte ist. Der auf zweiter Hälfte ist mit Tutor, bin ich da so einmal gestorben, ohne Hida, nur Hinchu. What the fuck? Das klingt... Okay, das klingt natürlich sehr gut, aber bitte mach mir nicht zu große Hoffnung, darfst nicht übertreiben. Sonst, you know, du wirst es dann merken, okay, gut. Weil sonst, you know, ist es so ein bisschen, naja, ist auch egal. Sonst mache ich mir zu große Erwartungen. So Erwartungen okay, aber zu große Erwartungen und dann wird es nicht erfüllt. Egal. Das sammle ich mal schnell ein. Complete Leyline. Ich habe eine nicht erledigt. Welche wäre das? Ah ja, natürlich. Oh, come on. Jetzt habe ich nicht mal... Mein Ziel war eigentlich, die Leyline Deposit Challenge zu spielen. Habe ich nicht gemacht. Egal. Sobald du dich an die neuen Cancels gewöhnt hast. Du meinst mit Sprint? Ich glaube, Sprint Cancel muss ich mich nicht wirklich so stark daran gewöhnen. Ich glaube, das passt, um ehrlich zu sein. Weil ich habe es ja auch schon ein paar Mal gemacht. Ich mache es auch gern, aber geht halt nur schwer. Was ist das? Gegen was muss ich... What the fuck? Wer bist du? Ist ein Enimo-Kämpfer? Oh. Ist eine Sie. Wobei... Bro. Nee, weißt du, es waren eher... Ich bin aber auch behindert. Looking. Neuer Hot Enemy. You just assume my gender. Oh fuck. Cancelled. So, jetzt wird Energy gesammelt. Fuck. Oh man. Old Operatives Pocket Watch. Das Ding wehrt sich? Fucking hell, ich sterb fast davon. Chill. Man. The fuck. Das sammle ich jetzt nicht ein, weil dann kriege ich noch ein bisschen Exploration später. Geil, ja, Dangerous OP ging das Ding. Achso, ja, wegen Conversion Rate. Times 2 oder sowas. Nee, wie heißt es nochmal? Das ist ja diese Consumption Faktor 2. Ich glaube, Cryo war irgendwie 1 oder 1,5. Nee, ich glaube, Cryo war 1, weil Freeze ist 1. Von der Dings. Electro war irgendwie 1,5 und Dendro ist 2. Alter, ich habe keinen Bock mehr. Ich nehme einfach mein Travel-Team. Lass mich in Ruhe, ihr dreckigen Wichser. Spamming L. Kann nicht sein, dass sie mich noch auf so einem Berg mit hoch begleiten. Was sind die? Ugh, wie nervig. Oh, hey. Kann man auch noch unter Wasser gehen. Das sieht aber natürlich sehr ähnlich aus wie die anderen Unterwassergebiete. Jetzt gibt es nicht mehr so diesen Wow-Faktor wie vorher, aber trotzdem ist. Was meinst du mit? Oh mein Gott. Ja, hier ist auch noch viel zu erkunden, aber das mache ich jetzt nicht.
Nivellette hat mir eine ganze Wikipedia-Seite vorgelesen. So nice. Der hat in einer Idle Animation Voiceline seiner Meinung zu jedem Wasser aus jeder Region gesprochen. Geil. Das ist doch. Ich meine, es valid, Mann. Der Hydro Dragon spricht über Hydro. Ist doch erlaubt. Gut, das ist eigentlich das, was ich jetzt ansammeln wollte. Das reicht auch. Ansonsten reicht's für heute, denke ich mal. Morgen wird wilder Wandertag, wo einfach nur so ein bisschen Steaks gefressen werden. Ja. Ansonsten sollte ich ja wirklich alles haben. Ich mag das, den Battle Pass tatsächlich sehr gern, dass ich halt einfach schauen kann, ob ich alles abgeschlossen habe für den Tag, weil manchmal kann man was vergessen haben und dann ist es sehr hilfreich. Wobei ich würde gerne noch ein Artefakt leveln. Das ist das Circlet, das ich vorhin bekommen hatte. Vom Gladiators. Ich habe erst ein gescheites, wie es aussieht. Das hier würde ich einfach versuchen, etwas höher zu leveln, ganz von vornherein. Das heißt, wobei, nee, das ist gar nicht mal so kacke. Ja, dann nevermind, mach ich mal so. Und? Es ist EM, okay. EM ist in Ordnung. Also, ich bin bei über 26 Millionen Mora, das wusste ich gar nicht. Oh no, nochmal IM. Aber es kann ja noch dreimal in Crit gehen, who knows. Und IM ist immer noch besser als HP, also will ich mich nicht beschweren. Jetzt kommt aber Crit. The fuck? I mean, komm, ich hab halt keine Alternative, deshalb kann ich das ja trotzdem noch weiter leveln. Ich meine, jetzt habe ich keine Wahl. Jetzt muss ich weitermachen. Ja. Es kann halt nicht mal 100 IM bekommen, weil es einfach Low Rolls waren. Come on, also wenn es schon so scheiße rollt, soll es auch bitteschön in jedes IM rollen. Doch nicht darin. Character Idols. Nivellette does not feature any character idols voiceovers. Schade. Lügen. Oh Mann, das ist ein ganz weirdes Piece. Dann war es nicht die Idol, the fuck. Ah, keine Ahnung. Ah, ja, whatever. Habe ich ein gescheites Circlet von. Wondrous Troop? Ja, von Wondrous Troop habe ich ja voll viele Circlets. Ich hab. Oh, ich habe sogar Double Crit. Na gut, ich will jetzt nicht mehr Level bekommen. Das ist auch egal. So, ist egal. Ich meine, ja. Gibt nicht mehr zu sagen. Ich werde mir vielleicht noch meine Stats danach gleich auf einem anderen Account anschauen, aber ich werde es halt nicht mehr machen. Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. Okay. Das hat der mir alles gesagt, aus dem Nichts. Ist doch nice.
Es kann man bestimmt. Was für Crisp? Monster's Water ist Crisp. What the fuck? So, kann ich das Wasser trinken und dann klingt so, wenn ich irgendwie Chips fressen würde? So, what the fuck? Was heißt Crisp eigentlich? Crisp, denke ich, so heißt es nicht irgendwas knackig oder sowas? Crisp. Also hier. Knackig. Was für knackiges Wasser? Ja gut, klar, frisch, never mind. Aber trotzdem, knackiges Wasser. What the fuck? Oh gut, passt. Ja, das reicht für heute. Also den Stream lasse ich dann jetzt heute auch so stehen an der Stelle, denke ich. Ja. Wenn New Villette es sagt, dann muss es stimmen. Dann kannst du scheinbar in Wasser beißen, ja. Ja gut, dann schönen Abend noch, Frosch. Und jojo, dann. Ciao, ciao.